So, Überraschung, wir haben doch noch ein Interview zustande gebracht. Nicht mit einer Location, nicht mit einer Lokalband, sondern mit dem Veranstalter vom Stuck-Festival. Wer bist du? Mein Name ist Stefan Kalser. Ich bin 36 Jahre, gebürtiger Osttiroler und lebe seit 1995 in der Stadt Salzburg. Wie viele Dinge im Leben passieren, ist es auch so beim Stuck. Es hat sich entwickelt. Wir machen ja schon seit 3 Jahren den Year Club. Und mit dem Team, mit dem Spirit vom Year Club hat sich das herauskristallisiert. Es gibt natürlich mehrere Gründe, ein Festival zu veranstalten. Einer davon ist, dass es in Westösterreich nicht mehr viel Festivals gibt. Es konzentriert sich sehr auf den Osten Österreichs, auch aufgrund des großen Ballungszentrums Wiens. Und es hat mich immer irritiert und gewundert, dass sich Salzburg als Kulturstadt und Musikstadt bezeichnet. Aber der Underground wird dabei vergessen. Es gibt nicht nur klassische Musik und Jazz, sondern es gibt auch die Populärmusik. Das ist Kunst, mindestens in 1000 Jahren, du summst, mindestens 1000. Wie war da die Auswahl? Was waren die Auswahlkriterien für die Bands? Wichtig war uns junge, frische Bands, Newcomer, internationale, nationale, lokale Newcomer und natürlich auch, um auch dementsprechend die Kapazität zu nützen, Headliner, also etablierte Acts. Und so haben wir uns dann für das Line-Up entschieden. Wie wird das hier ablaufen? Also das Festival findet im Rockhaus statt und auf beiden Bühnen. Und was ist da noch geplant? Also das Festival findet im und vor dem Rockhaus statt, von 5. bis 7. August. Wir bespielen die kleine und die große Bühne im Rockhaus, also Indoor, die Bar und den Saal. Vor dem Haus wird es natürlich neben der Gastronomie eine Bühne geben und da werden wir dann auch Bands bzw. vermutlich eher DJs spielen lassen. Wobei aber zum Beispiel am Donnerstag um 18 Uhr vor dem Haus die israelische Band TV Budas das Festival eröffnen wird. Man kann sich im Prinzip alles ansehen, da wir den Zeitplan so gestalten werden, dass die Bands auf der kleinen Bühne nur dann spielen, wenn im großen Saal Changeover und Umbau ist. Jetzt findet das Stuck-Festival dieses Jahr zum ersten Mal statt. Ist eine Fortsetzung geplant? Soll das eine jährliche Reihe werden? Und wird dann wahrscheinlich auch vom Erfolg abhängen, wie es dieses Jahr läuft, oder? Auf alle Fälle. Also wir planen langfristig. Wir wollen das Stuck etablieren. Das erste Mal ist immer am schwierigsten. Und wenn das einigermaßen erfolgreich ist, werden wir schon gleich im September, also nach dem Festival, anfangen mit den Planungen für 2011. Sehr schön. Jetzt zum Abschluss noch die Frage, was kostet der Spaß? Gibt es Tagestickets? Ja, es gibt natürlich Tagestickets von ab 18 Euro und es gibt auch den Festival Pass für Nicht-Mitglieder vom Rockhaus um 54 Euro, für Mitglieder 48. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Interview, wünsche dir viel Glück für das Festival. Wir hoffen mit dir, dass es ein großer Erfolg wird, weil das hat dringend gefehlt noch in Salzburg und ich gebe zurück zu mir ins Studio.